Im modernen Kampfsport geht es oft um Rangordnungen und Wettkämpfe. Dabei ist der Geist der alten Kampfkünste ein ganz anderer. Natürlich muss man sich Stärke aneignen, aber diese Stärke muss auch eine innerliche sein. Wer seine Kraft nur nach außen kehrt, wird nur Gewalt provozieren. Stärke heißt eben auch, Bescheidenheit zu zeigen. Bitte immer nach ihnen. Das ist der Geist, den man lernen muss.